Ja, ja, noch ein Ich muss nur kleines kurz warten, Stückchen. Anton. Guten Tag. Hallo. Hallo. Nee, der ist Niederländer. Ja, ich weiß jetzt nicht. Der hat sich einfach mit eingereiht. Oh, was macht denn der? Kann sich auch sprechen, so heißt er jetzt, ja. Irgendwas. Was ist der Name? Du machst den YouTube Video oder was? Ja. Boah, der hat den. Aber hier, da in denen, Boy hat den falsch. Was macht denn der hier? Ja, eigentlich. Was sagst du eigentlich? Es ist groß. Oh, jetzt wär. Ach, ja, toll. Komm, die lass ich mal durch. Ebo. Na komm, unten rechts ist Gas. Wie lange dauert ein Eukonvoi ungefähr? Five, ich würde euch auf der vorbeischauen. Wenn ihr fertig seid, bitte. Bei uns auf dem Test. Gut. Du hast bisschen leckeres Glas. Ding. Ja, du rück jetzt bisschen nach hinten aus. Kein Problem für mich. Deswegen. Ja, wie gesagt, kommst dann rüber. Wir melden uns. So, dann dreht man nochmal, weil. Jetzt muss ich auch gucken, dass wirklich lange frei ist. Oh, ich bin eh schon rausgeholt. So, dritten Gang reingemacht. Sagst du, wie viel Abstand wir halten sollen? Ja, steht eigentlich auf der Webseite. Ja, ich bin aber nicht auf dieser Webseite. 100 Meter eigentlich, oder? Ja, eigentlich. Also man kann sagen, 100 Meter. So, Loch, wo bist du denn jetzt auf diesen... Jetzt kann ich, ach da, bis von 50 Meter entfernt von mir. Wir kommen noch einen Konvoi bei euch vorbei, okay? Nochmal. Oder kommt ihr vorbei, wir machen müssen. Über der? Okay, die IP habt ihr noch, ne? Ja, du warst gestern auf dem Server. Warte, ich habe einfach die IP nochmal in Chat rein. Okay, das war aber ganz knapp. User disconnected from your channel. Jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Oh, jetzt war der falsche Gang drin, aber ja. Wir fahren einen Ticken langsamer. Ich glaube, wir haben zwei Ivecos drin. Da müssen wir Rücksicht nehmen. Scheiße, ey. Wer fährt schon bitte in den Iveco? Weiß einfach nur eine Trappe. Ich weiß nicht. Das war der falsche Gang. Ich muss jetzt erstmal Lars wieder. Lars! So, dritten Gang, toll. Wieder auf die Autobahn. Hab ich mein Tempomat bitte schon hingelegt? Weiß ich noch nicht. Hier ist gerade ein schönes Lied. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Knopf, das war Hupe.
Das war Lichthupe. Ich finde ihn nicht mehr. Das war Blinker. Fährt ein bisschen schneller. Na komm, war hinter mir. Hat sie irgendwie sagen, bitte 100 Meter Abstand hinter mir, weil der lässt keinen Abstand, der geht richtig nah ran. Ganz einfach, die kommen eher dann nicht hinterher. Oh, fuck, sorry. Oh, siebter Gang, ey. Dann braucht man ehrlich manchmal das Gefühl, welchen Gang du reinmachst. Geil, oh mein LKW top nach dem Konvoi die 660 Kilometer. 600.060 Kilometer. Also warten. Fahr bis vor den Tunnel. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Oh, ich hasse Tunnels, ey. Ehrlich mal. Boah, 30 muss ich jetzt mal bremsen. Ja. Übrigens, Erb, wir sind da Funk 4, da ist auch Office und so. Cool. Überkrachen. Jetzt geht's eigentlich wieder bei mir. Jetzt ist bei 60 ms, aber bei Lars ist 59, bleibt doch bei 59. Na komm, wollen wir heute immer noch weiter. Er ist denn überhaupt ganz hinten von uns. Oh, immer du. Okay. Seid ihr schon aus dem Tunnel raus? Oder noch drinnen? Okay. Oh, Ivigos, ja, fährt nicht mit. Ivigos. Trotzdem. 5 km/h sind 5 km/h schneller. Ja, du bist gerade, ich weiß nicht, 20 gefahren bei mir. Oh, was ist mit unserem WLAN los? 56 ms? Ja, ich weiß auch nicht. Bei uns, seitdem wir das neue haben, kackt die ganze Zeit voll ab. Bei mir ist es 50, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich habe ich meistens 36, 41. Und da fahren ja auch nur 510 PS. Nein. Ich will nichts Falsches sagen. Nichts Falsches sagen, genau. Hast du irgendwie irgendwas dagegen gegen Mercedes? Ich sag nichts. Nee, ich fahre meistens gerne auch Mercedes. Oh, Lars. Getretet. Okay, er hat einen Schuh an. Er hat gesagt, getackelt, nicht getreten. Also, okay. Eigentlich müsste das Pilot-Fahrzeug jetzt absichern, dass sie von der anderen Seite nicht... Ja, ich check's auch nicht, wieso der beim Dings fährt. Pilot-Fahrzeug, jetzt müsstest du eigentlich da oben stehen und das Ganze absichern. Boah! Kann man gut anhalten, aber auf den Rest Ich hab ihn irgendwie, denke ich, abgedrängt. Er wollte reinfahren und dann und er ist voll reingecrashed. Also ich denke, da kommt nicht weit.
Boah. Ich warte, bis ich die da unten stehen sehe, auf der anderen Seite von der Brücke. Weil ich kann, ja, ich kann schräg rüber gucken mal, und die fahren. Wer wird so ein Rowdy, heißt der Willela, der dich abgetrennt hat? Weil der ist genau hinter mir und ich hab ihn aus Versehen abgedrängt. Kann ich weiterfahren? Okay, ich sehe eher ob nämlich. Boah, wie das aussieht. Oh, 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 oh! Oh, 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 ich wollte mal weniger. Warte mal. Oh, jetzt will mein Kran nicht. Geht's los? Ja. Gut. Alter Stau. Ja, ja, Stau, weil das hat kurz. Ja. Fetter Konvoi. 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 Eigentlich heißt es Konvoi. Und ich, ja, ich weiß. Ich frag mich was dafür. Okay, 50, schneller können die da nicht rausfahren. Hey, Coldfire Lars V, was? Gib mir da für einen Käse ein. Meinst du jetzt 50 oder 5? Oh, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der. Lars. Dein Einsatz. Düm, düm, düm. Ich 5, geht doch gar nicht, Alter. 50. Alter, jetzt bremst der Typ mich so krass aus. Da ist ein Tackle. Der soll mich holen. Wenn er mich rammt, ich mach ihn kaputt. Oh. Warte, ich muss erst mal hin, ja, komm dann. Rüber und ich schieße dich ab, Alter. Ja, hab ich grad vor. Jetzt. Ich bin der Kommentator. Lars aus Coldfire gegen. Okay? Ja, der. Ja. Der blinkt immer noch. Jetzt komm ich aber. Ich will. Oh, der fährt über Rasen. Okay. Lars, du kannst rein. Der ist auf dem Rasen gefahren. Oh, da hinten kommt eine Höhle. Tjo. Er kommt ja hinterher? Nein, der ist auf dem Rasen gefahren. Okay, dann warten wir. Okay, wir warten. Okay. Ist da vorne eine Tankstelle? Mhm. Ja, dann warten wir da, oder? Ich muss eh noch ein Stück vorfahren. Ja. Oh, du glaubst das. Komm, wir machen. Oh, los, los. Ja, irgendwie, ich hatte die Feststellbremse drin, deswegen hat er kein Gas mehr gegeben. Das ist mir. Hinter mir habe ich immer zwei LKWs angehalten, aber egal. Nick, halt mir mal meinen Platz frei. Hey, also gut. So, ganz rein von der Nacht. Stopp. Du musst die dicht machen, die Tanke, dass niemand mehr rein und raus kann. Und der eine, der dann da Tank leer hat, der muss durchrollen. Ja, ich soll auf Lars Platz warten, weil er ja vor mir ist. Lars, wie viel noch? Hallo, was ist mit den Späten? Nee, mein Mensch. Also der fährt weiter, jo, dann fahr weiter. So, Lars. Bis Volvo. Oh, Lars. Ja, es gehen zwei. Drei sogar, weil einer fährt mit dem DAF weg. Ja, seid ihr jetzt endlich von der Ausfahrt weg? Okay, jetzt kann ich losfahren. Erstmal runterschalten. Erstmal runterschalten, auf welchen Gang warst du denn? Naja, auf den 12. Auf den 12. Vor allen Dingen. Oh, Gitarre, 3 spät Euro drauf. Das Beschleunigungsduell. Oh, da vorne steht jemand. Lars, du leckst. Nee, ich hab nicht geleckt, ich hab gebremst. Also. Oh, mit dem 5. Gang, das ist scheiße. Oh, ich hätte noch Superpause machen können bei dem Parkplatz.
Seite fährst. Andere Seite, ja. Oh ja, stimmt. Was ist mit denen los? Nee, der ist nicht von mir. Ich hab jetzt die volle Macht. Ich mache die Breitseite hier. Okay, wir halten hier nochmal an. Ich sehe schon, ich sehe niemanden mehr im Rückspiegel. Ach los, aber ich muss jetzt gerade gegen jemand fahren. Der hat aber weniger Tonnen als ich. Weil der vor mir will. Könntet ihr noch... Der fährt rein, ja. Er ist reingefahren. Lars, ist alles gut? Ach, vor. Okay, danke. Ich lasse dich dann auch vor, okay? Wer hat da einen Rückwärtsgang drin? Ich nicht. Das ist der in Lars reingefahren ist. Ach, Achtung, jetzt kommen die scharfen Kurven. Ach, hier bin ich auch lang gefahren. Die sind nämlich krass. Lars, warst du schneller als ich? Dann würde ich. Naja, jetzt wird's schwer hier. Vorzulassen, lass ich dich danach vor. So. Da siehst du, meiner hat nämlich zu kämpfen. Meiner hat nicht zu kämpfen, ich bin immer noch im siebten. Weil ich vorhin mit denen hier auch lang gefahren bin, er kennt die Strecke. Willst du vor, Lars? Die Strecke ist schon hunderte Male durchgefahren. Mit uns? Nein, alleine. Also. In unserem damals noch mit dem Chaos-Konvoi und jetzt mit dem Action-Konvoi, die jetzt zu dritt waren. Ich will gleich mal was über Simlife Radio. Leck ich ein bisschen los? Ja, nicht wirklich. Ah, das ist auch bei dir auch so. Ich weiß nicht warum überhaupt. Wir erstmal die 25.1.25.2 heruntergeladen haben, ist es jetzt nur so. Oh. Ja, der Typ ist mir auch reingefahren, den will ich jetzt schnell speichern, Alter. Komplett hinten. Rest in peace, Motherfucker, Alter. Ach komm, hier kann man das Screenshot machen, weil ich seh die jetzt. Jo, wir halten mal hier an. Oh, Mord ausgemacht. Ich trinke noch mal schnell was. Ja, da oben halte ich auf jeden Fall nochmal an, da kann ich dann fast komplett runter gucken. Das war eine gute Idee, hier lang zu fahren, ey. Apropos lang zu fahren, wir müssen nachher wieder Konvois planen. Oh, Gegenverkommen. Okay, den lasse ich noch durch und dann fahre ich weiter. Bei der Scheiße, jetzt habe ich aber dich nicht drauf. Ach. Die alle noch in TS sind, da können wir noch ein Screen zusammen machen, oder? Wir machen sowieso am Ende des Konvois noch ein. Was denkt ihr, wie lange vorne? Ach, das heißt das Team, denke ich, oder? Der rammt mich da frontal. Ach du Scheiße. Was ist nicht, denn? Achtung! Boom! Was ist denn das für eine Kondomfabrik? Boah! 40% auf dem LKW? Was? Sorry. Ich will Kohle, ich will mal LKW reparieren. Sei. Wie wollen wir jetzt eine machen? Mit 70%? Stehen jetzt alle da unten. Wer ist mit diesem Dorf? Wer mit diesem Dorf, mit dem Dorf, der würde bitte sich wieder in die Reihe einschleichen. Der du bist da! Was? Warte, ich muss mal kurz weg. Ey, steht der schon hinten? Mensch, was?
Komm mal komplett vorgefahren und mach dann mal einen Screenshot. Ja, aber. Aber wieder einfach geleckt, Karma, ja. Das Auto hat aber richtig geleckt, Alter. Da hat ehrlich ein Schwache. Hier hat jemand 99 MS und ich hab 70. Aber ich jetzt hier so in Bergen stehe, wo so viele Wälder sind. 127 ist noch gar nichts. Johnny Schaf, kommst du voran? Ja, lass es aber weg jetzt. Lars, das ist scheiße. Ja, wollen wir noch anhalten? Dann würde ich jetzt sagen, wir halten jetzt mal nochmal an. Ich schreibe einfach Go, die sollten eigentlich überholen. Die hupen den jetzt an. Ja, und dann lassen wir, lass ich Lars wieder vor mich. Die bleiben ehrlich hinter Lars. Ah ne, Lars ist da. Bruder fährt. Okay, ich warte trotzdem nochmal. Da kann ich nach hinten rollen. Boah. Was ist mit Lars los? Könnte sein. Okay, ich kann. Du bist aber richtig schnell angefahren. Also ich fahre immer mit dem dritten Gang los. Achso, ja, Lars, komm vor mir. Ah, ich hab Vollgas. Nee, du sollst vor mir. Weil du ja eigentlich vor mir warst, deswegen lasse ich dich ist noch. Ist mir ja ein egal. Ich bin guter Kraftfahrer. Ich werde guter Kraftfahrer. Ich bin ein guter. Aber wie lahm sind denn die da oben? Keine Ahnung. Aber der eine mir, der bleibt aber gut an mir ran. Der geht hier mir gleich an den Arsch. Nein. Wer darf wieder? Nee, das ist Scania, hä? Nee, der geht mir an den Arsch, Bart. Nein. Guck mal, wie nach der ist bei mir. Und. Oh, komm schon. Ehrlich gesagt können die einen ganzen Sprung mitnehmen. Aber die zwei hinter mir, die halten schon gut ran bei mir. Oh. Waren wir nicht mal 20? Ja, jetzt sind zwei weg. Oder drei, jetzt weiß ich nicht. Viele gehen auch gleich da, weil die keinen Bock haben, immer zu warten oder so langsam zu fahren. Es kommt dann die 18. Na? Ja. Na? Es kommt. Ja. Fahrzeug okay, von vorne. Hab ich schon gesagt. Kannst du aber über Funk sagen. Okay, ist eindeutig zu schnell. Ich denke mal 70 muss ausreichen. Ja, ich würde 75. 75. Okay. Da vorne kommt eh eine Kreuzung. Sorry, Motor bei Sicherheitsstand ab, Abstand. Perfekter Ort zum Warten, bis alle wieder ran sind. Ey, ich muss ihn doch jetzt mal sagen, weil der geht mir langsam an den Arsch. Kommt eh noch Gegenverkehr, den lasse ich noch durch, dann zieh ich durch. Der wird sich wundern, wenn der hier reinfährt. Jupp.
Ja, der hupt schon. Wieder, wie viel einfach? Noch mehr. Wir nehmen ja hier 15 Plätze ein. Oh, lass das mal knapp, ey. Warte, ich guck noch auf die Karte, ob noch mehr kommt. Nee. Erstmal nicht. Oh, lass, du gehst mir an die Schnauze, ey. Oh, Junge. Lars, siehst du das, wenn ich fertig habe? Ja. Gut, weil hinter mir, da nervt mich auch. Ja, Lars, jetzt warten wir alle auf dich. 20.000 Umdrehungen und dann hochschalten geht bei Berg. Top, nee. Ich habe solche Luftfilter gezogen oder was? Nee, schreibt jemand hier. Okay, hier gibt's schon 70 in der Kurve. Oh, doch, die Schule. Ich kenne. Hä? Ich weiß jetzt nicht, war diese Kurve das? Ja, das ist die Kurve. Nein, geh doch weg. Ich bin mal hier zu 60 gekommen. Da bin ich an einen Stein gerammelt. Weil mein Lenkrad sich ausgeschaltet hat. Oh. Hier ja. Gibt's garantiert keine 80. Ich fahre nämlich schon wieder alleine. Mit 50. Holy shit, meine Tastatur ist abgekackt. Boah. Ohne Tunnel. Scheiße, nein. So, dass meine LKW jetzt mal vorankommt. Werde man mit 70 schaffen. Und dann noch München erstmal. Wie lange machen wir dann zur Pause? 5 bis 10 Minuten. Wie viel? 15 Minuten? 5 bis 10. Also 5 bis 10. Schreib das dann nur in Chat. Ich hatte so wie 15 verstanden, weil ich noch Radio höre. Was ist SimLife? Nee. Ich höre keine SimLife, weil die haben mich beim letzten Mal angeschnauzt. Das habe ich noch auf Video und das. Ja, wenn wieder Stress gibt, habe ich einen Beweis. Ich höre Radio Duisburg. Die haben manchmal am meisten mein Lieblingslied sogar drin. Was denn ein Lieblingslied? Ja, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das ist. Nein, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber wie die singt, so hat seine weibliche Stimme, so ein Quietsch-Stimme. Oh! Eine weibliche. Okay, ich muss mal kurz anhalten. Ich glaube, also der Weg stimmt schon, aber ich glaube, der will mich über Autobahn schicken. Ja, wir halten mal an. Wirst du mich jetzt schön auf die Map lassen? Oh! So, erstmal. Ach, das ist der Rückweg, okay. Warte, ich will mal gucken. Ja. Wir fahren jetzt schon noch ein Stück Autobahn. Oh, okay, ist doch nicht schlimm, oder? Nee, rückzu wollten wir fast nur Landstraße. Ja, fast. So, Lars. Was ist los mit dir? Wir waren jetzt alle auf dich. Wieder. Oh Gott! Da fehlen ein Haufen Leute, ich sehe eher am Ende nicht. Wir warten an der Auffahrt. Doch, ihr bist da jetzt. 700 Meter. Krass. Boah. Darf ich dich überholen? Oh. Weil ich warte dann mit Lars auf die Ausfahrt. Oder was? Dann ist es ja kein Konvoi. Ja, stimmt ja. Lars? Lars? Lars, ich bleib mal hinten hier. Ja. Boah.
mit Nachten komme ich hier nicht voran. Oh, ich fahr's hier mit 60 rum. Ich würde weggehen. Tolle aus. Ich fahr immer den normalen Weg und dann rein. Ich schaff das immer. Warten. Was ist das, mein Lieblingslied ist? Oh. Oh, Lars ist dein Bruder, oder? Mhm. Meine Fresse. Ja, dass mein Bruder nicht so ist. Der zockt immer oben. Warum halten wir nicht? Der hat Moto Fee-Funktion, er hat 70% an seinem LKW. Wer? Ja. Erste ist noch weiter. Oder bleibst du stehen? Ich will hier stehen bleiben. Ja, dann bleib stehen. Wir wollen mit Absicht noch bis zum Ende der Brücke, damit die sich auf der Brücke einreihen können. Nee, da darf heute wieder nicht. Oh Gott. Alter, Lars. Nee, mein Bruder spielt immer oben. Xbox, PC und will immer an meinen Rechner. Er hat mal angeschaltet und wollte das Passwort anschreiben. Und ich habe das Passwort halt verändert. Er hat es nicht gewusst und jetzt hat er oben nur sein eigener Labby und hat einen YouTube-Kanal, der eigentlich scheiße ist. Eigentlich. Ja. Meine Schwester, ich. Junge, seid doch mal leise. Lars. Nee, meine Schwester ist bis um 6 beim Freundin. Ja, und meine Freundin bleibt ehrlich bis um 6 beim Freundin. Oh, schon? Oh, das war ja aber ziemlich zeitnah. Muss ich echt sagen. Oh, stand die Dialekt so hardcore. Ja. Ey, Lars, wir haben doch leere Paletten drauf, oder? Hm. Du hast leere Paletten drauf, oder? Altkunststoff. Oh, Junge. Ich wette, wenn meine Freundin, sag ich mal, meine Schwester, dann zu mir erstmal nach Hause kommt, fragt sie erstmal, hat auf jeden Rechner? Kommt immer so. Dann sage ich immer nein. Müsstet ihr das so machen, wenn ihr jetzt so eine Schwester habt? Kommt von Freundin, hat viel gezockt. Und ja. Was? Komm rein. Alter. Das ist gehen oder Kerl hinter mir, ey. Der wollte mich überholen. Bis ich niemanden mehr auf der zweiten Spur sehe, fahre ich 70. Ja, ich bin nicht. Ich und Lars sind nicht. Lars? Neben dir. Gewesen. Und außerdem ist 70 ausreichend eigentlich für einen Konvoi. Ich weiß nicht, Lars, warst du auch dabei, wo Berlin nach Paris, mit 50 Leuten. Nee, da warst du nicht dabei, kann ich aber schon erzählen. Da waren wir in Berlin nach Paris mit 50 Leuten. Sind wir da rumgefahren. Viele Spiele sind abgecrashed oder sind gecrashed. Und viele nicht. Und das war aber sehr schwierig. Haben wir da zwischen 2x 15 Minuten Pause gemacht. Das ist so ein großer Konvoi. Das ist schon extrem großer Konvoi, oder? Ja, wir haben einen gemacht. Dann hat er das organisiert. Da waren über 150 Leute dabei. Ja, das ist auch richtig krass. Also, und das müssen wir mal erreichen. Da waren wir in Calais und auf zwei Servern davon waren
um dieselbe Zeit auch noch Konvois. Mit jeweils nochmal 100. Ich war mal mit einer Firma, da waren wir auch so 90. Und dagegen, oder hinter uns, ist jemand nochmal angeschlossen mit 90, also 180 insgesamt, sind wir gefahren. War ich noch in einer Firma, das war aber richtig krass, Alter. Da ist mein... Genau. Ja, da war, an dem Tag war noch unser, Ding. Konvoi. Unser Konvoi. Bist du da mitgefahren? Im ATS war ja gestern einer. Ja. Aber ATS spiele ich nicht meistens. Ich spiele meistens Euro Truck. Also das ist eigentlich das beste Spiel. 2012? Wie lange ist das Spiel schon raus? Ja. Bis 2016. Und immer noch das beste Spiel, muss ich sagen. Und ihr? Von den Simulationen, ja. Nein. Boah. Mach diesen falschen. Ja, fahr noch durch, ich will dann da rein. Lars? Ja? Fährst du bitte langsamer? Und vor allen Dingen richtig. Das machen viele von uns. Ein Banngrund, ne? Nein, eigentlich doch, noch nicht. Doch. Ja. Bei uns könnte ja einer stehen oder langfahren. Also, und dann einfach wegkramen. Ehrlich gesagt ist mir das viel zu lahm. Kommen wir morgen noch nicht an. So, wer ist denn hinter mir überhaupt? Ach, wieder Ascania. Holy fuck! Meine Tastatur hat sich wieder verabschiedet. Wir sind übrigens gleich in München. Oh ja, endlich mal Pause. Kann ich endlich meine Füße erstmal hier strecken, ey. Die schlafen nicht ein, aber das ist... Alter, wenn er nicht rüberfahren will, dann soll er sich verpissen. Boah, oh, Alter. Jetzt. Dieser Typ, hast du es gesehen? Ja, ja. Ey, dann schieß ich mit Schnellspeicherung ab, ist mir vollkommen Wurst. Pass auf, Nick. Ja, ja, ich mach einen Screenshot dann. Oh. Ich hab's gesehen. Du bist 530 Meter weg. Ich denke mal, 80 ist ausreichend. Ja, ich würde mal so sagen 70, oder? Weiter 70 fahren. Lars, hast du es geschafft? Ich habe ihn zwar mehrmals gerammt, aber... So, wenn wir da sind, dann tanke ich erstmal, ey. Ich fahr 70 in dem 12. Gang. Alles klar, ich bin erstmal mit den 9. vor 100. Hier soll ich abbremsen. Los, ey. Sonst bin ich ja nicht so, aber das hat mich gerade ziemlich sauer gemacht. Ich habe nur trotzdem nicht abschießen können, ich habe den nur gerammt. Ja. Oh, ich kann nur 1019 Kilometer noch fahren, dann ist mein Tank leer, also. Extrem. Ich tanke immer erst, wenn mein Tank rot anzeigt. Nee, ich tanke immer davor, das ist besser. Weil. Oh, Lars, das sah aus, ey. Ja, sorry geschrieben. Nein. So, wo ist jetzt hier bitte. Ach, da hinten. K.
kann ich ja dann eigentlich zur Werkstatt so langsam durch und geradeaus durch. Lass. Ich würde sagen, wir machen am Hotel eine Pause. Und am Hotel fahre ich so lange weiter. Lass, wir sehen uns später. Ade. Meiner macht Vollgas. Oh, das war ein. Nein. Ne? Oh, Achtengang. Würde ich nicht so losfahren. Hä? Ach, ich hab. Sag das doch schon vorher. Ich hab die Garage schon. Au. Nein. Mein Spiel hat sich abgecrashed. Nein, mein Spiel ist ab. Nein. So, muss nochmal machen. Ach, scheiße. Kannst du dann bei der nächsten Tankstelle da mal anhalten? Genau, die fahren alle geradeaus weiter, weil sie in die Werkstatt wollen. Ach, ich komm so.